Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurer Mayra. Ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Handwerker Level Guide, dieses Mal von 25 bis 30. Das allererste, und zwar müssen wir unser Gear updaten. So wie ihr hier seht, ich habe jetzt Kunstfertigkeit 160 und Kontrolle 159. Und wenn wir genau gucken, so wie hier, die Lupenbrille, der Rumpf, Hände, die ganze rechte Seite, das haben wir uns schon alles selber hergestellt. Also alles mit unseren Handwerkern, die ja mittlerweile gelevelt haben. Und haben das natürlich mit unserem Markus auch können eben abarbeiten, beziehungsweise auch teilweise händisch craften. Ganz wichtig ist eben hier ist ein Schritt drinnen, so wie hier, eben beim Rumpf, beziehungsweise bei der Kopf mit Stufe 25 und so weiter. Da müsst ihr eben gucken, dass ihr immer auf das aktuelle Gear eben wechselt, damit wir eben genug Kunstfertigkeit, Kontrolle und auch HP haben. Im Moment haben wir 262 HP, das heißt, es steigt einfach auch aus dem Grund, wenn wir variabel craften wollen und nicht mit dem Makro, dann wächst es eben an. Beim Makro ist es so, da haben wir auch Veränderungen drinnen, das werde ich gleich einmal zeigen. Als allererstes, wie leveln wir diesmal? Natürlich leveln wir wieder mit dem Crafting Book, das heißt, wir werden wieder hier alle unsere ganzen Items dann durchcraften. Besorgt euch die ganzen Materialien und craftet euch das. Und was wir noch machen werden ist, wir werden wieder die staatliche Gesellschaft machen. Hier wird es schon vorbereitet, wenn wir gucken, den Liefereinsatz. Hier muss ich diesen Prunk-Antilopenhornstab abgeben. Den habe ich schon hergestellt. Also wenn man hier guckt, hier liegt da dieser Prunk-Antilopenhornstab, sieht man auch Mayra, mein Sohn. Also habe ihn selbst hergestellt. Das heißt, ich teleporte mich jetzt einmal dorthin. Und wir geben den einmal ab, damit wir mal den ersten Level up haben, beziehungsweise gucken wir, wie viel XP bringt es. So, also gucken wir mal nach, wie viel uns es bringt. Liefereinsatz erledigen. Wenn wir hier gucken, den werden wir abgeben. Der ist auch so, nämlich mit Stern. Das wollte ich euch nämlich zeigen. Wenn ich den jetzt abgebe, bekomme ich, guck mal, 37.300 und das doppelt. Das sieht man eben hier, wenn wir das abschließen. Zack, haben wir einen riesigen Schritt gemacht. 74.000 XP waren das gleich einmal. Und natürlich auch Staatstaler. Weil was wir jetzt machen werden ist, und zwar wir gehen daneben zum Quartiermeister. Jetzt haben wir nämlich genug, schon langsam. Guckt auf der Seite 1 unter Militärbedarf. Hier diesen Gesellschaftsleitfaden Ingenieurwissen. Wenn wir den nehmen, bekommen wir für 180 Minuten bis zum Maximum von 20.000 50% mehr XP. Also der ist relativ teuer, wenn man guckt, aber er zahlt sich aus, das werden wir uns nämlich auch gleich angucken. Das heißt, ich werde den einmal mitnehmen und teleporten wir jetzt wieder zum Craften zurück, zu mir, zur FG. Ja, dann sind wir wieder zurück, gucken wir uns das Makro an. Machen wir das einmal auf, und zwar haben wir es nur insofern verändert, dass wir jetzt einfach die Level verändert haben. Und wir könnten es ohne Barfoot craften. Also ich habe jetzt genau die 262. Wenn ihr Barfoot hineingeben wollt, das geht. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel eine solide Veredelung einbauen. Nur das Problem ist, wenn die solide oder wenn eine normale Veredelung schief geht, dann fehlt uns leider beim Nachsinnen, wird uns ein Stück von die HP fehlen. Das heißt, das wird sie dann ganz knapp nicht ausgeben. Das heißt also, ich crafte es jetzt ohne Barfoot. Und das schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Craften wir den Silberohrring. Und der müsste mit 262 müsste der genau ausgehen. Wenn ihr wollt natürlich, um zu vermeiden, wenn hier einer schief geht, dass eben es mit dem Nachsinnen nicht ausgeht, dann können wir einfach ein Barfoot reintun, das wir jetzt auch machen. Denn sollte nämlich was, wir könnten zum Beispiel hier, das nehmen wir als Kunstfertigkeit ein bisschen mehr drauf. Aber brauchen wir nicht, nehmen wir den ganz normalen, diesen Groll Kinin, den wir letztens auch schon genommen haben. Und fangen wir jetzt einfach an, das zum Craften. Das heißt also, wir lassen unser Makro wieder ablaufen. Ich mache das Makro nur wieder auf natürlich, dass wir mitgucken können. Hier das Makro, das starten jetzt einfach. Und zwar mit innerer Ruhe, ruhige Hand, eine Nachhaltigkeit, viermal veredeln. Da können wir umschalten, viermal. Dann eine ruhige Hand. Ei, der ist schlecht. Minderwertig und veredeln. Ei, der ist schlecht. Dann große Schritte. Solide Veredelung. Nachsinnen.
Das war jetzt eben auch von dieser, leider von deren Status, der war ganz, ganz schlecht. So Einfallsreichtum, ruhige Hand und jetzt dreimal händisch bearbeiten drücken. Also einmal, zweimal. Geht sich nämlich noch nicht ganz aus, dass wir hier die 90 schaffen. Sonst hätten wir einmal CDHP 18, hätten wir einmal frei. Jo, somit haben wir Silberohrringe hergestellt. Wie sieht's aus? Ich zeig's nur vorne, zwar die Rezepte werden natürlich immer schwieriger. Mit dem Makro können wir auch die letzten craften. Also bis 30 nur hier. Muss klar sein, also wenn ihr den einmal durchcraftet, dass der nicht in HQ wird. Also wenn ihr den jetzt crafte, dann wird sie der oben, geht sie der ganz genau aus. Aber wir werden sehen, dass der Fortschritt hier sehr, sehr gering ist. Warum? Wir sind nur Level 26, aber das Rezept ist 30. Desto höher unsere Stufe ist, desto mehr passen wir uns natürlich dem Rezept an. Und ihr werdet sehen, dass sich da jetzt nicht wirklich, wirklich viel tut. Okay, na, ist sogar das Exzellente schiefgegangen, ja. Somit kann man es abhaken. Aber ihr werdet sehen, es reicht halt zum Herstellen. Wichtig ist, dass wir die XP mitnehmen, eben durchs Veredeln. Das heißt, dieses Makro ist jetzt natürlich kein 100% Makro, das muss ganz klar sein. Dafür sind wir einfach, ja, der Level zu niedrig und so weiter. Und wie ihr jetzt seht, schaffen wir das gerade, dass wir das oben wahrscheinlich fertig bekommen. Dreimal bearbeiten und wenn wir gucken, der Fortschritt, das sind 37, wie ihr seht. Also es geht sich ganz genau aus, dass wir das irgendwie hinbekommen, ja. Das heißt, das Makro könnt ihr ruhig bis 30 craften, nur erwartet eben nicht davon, dass es alles HQ wird. Aber wie wir sehen im Chat hier, 5600 XP, das kommt davon jetzt natürlich auch, wir haben auch diese Sternstunde der Handwerker drinnen. Ja. Okay, das heißt also, wir sind Level 26,5, haben einiges zum Craften. Das werden wir mal durchcraften, nur zuerst, das könnt ihr dann natürlich alleine machen. Gucken wir uns nur die Freibriefe noch an, welche optimal wären dafür, das heißt, wir teleporten noch Ulda zum Neidkreuz und ich zeige euch, welche Freibriefe ihr machen müsst, bis ihr Level 30 seid. So, dann sind wir beim Freibriefaussteller und wenn wir hier gucken, werdet ihr sofort merken, wir haben drei Aufträge und zwar einmal diesen Lupenreine Abschriften, das wären 11.100, einmal Leuchtende Ringe mit 33.100 und Rostfrei mit 19.700. Und wenn wir gucken, dieser Fluoridring, wenn wir den abliefern, 33.000, das heißt, auch wenn ich die machen würde, den HQ, schafft ihr auf keinen Fall dasselbe wie den. Also hier schlage ich euch vor, nehmt diese Fluoridringe und stellt die her. Das heißt, wir werden es einmal probieren. Ich nehme den einmal an, werden einen Fluoridring gemeinsam craften, damit wir auch sehen, ob dieses Makro klappt. Wir haben hier Fluoridring. Ich habe halt jetzt nur leider, also leider in Anführungszeichen, den Silberbahn habe ich jetzt halt in HQ. Wenn nicht, guckt ihr, dass ihr diese Fluorid in HQ habt. Der Wert ist dann dasselbe. Und wenn wir jetzt auf Synthese klicken, das ist Level 28, können wir den jetzt auch mit unserem Makro craften. Das heißt, wir lassen den jetzt einfach durchlaufen und gucken uns einmal an, wie weit bekommen wir den auf HQ. Also wenn die ganzen Veredelungen gut gehen eigentlich, inklusive natürlich, die solide geht sicher gut, weil den haben wir auf der ruhigen Hand. Dann dürfte eigentlich für HQ, dürfte glaube ich kein Problem darstellen. Der kommt jetzt. Das sind die großen Schritte. Und da war genau die solide Veredelung. Und eigentlich müsste es jetzt wunderbar klappen, dass wir das in HQ hinbekommen. Dann mal dreimal bearbeiten. Und ihr seht, das geht ja wieder ganz genau aus. Das heißt, hier haben wir 82 und jetzt haben wir den Rest auf fertig. Passt. Und das in HQ zum ersten Mal auch noch hergestellt. Gut, dann gehen wir den auch gemeinsam ab. Das heißt, wir teleporten dort mal hin, nach Finsterwald, in den Südwald. Hier habt ihr eh kurze Wege, weil das ist immer neben den Eteriten. Hier beim Goldschmied ist natürlich sehr praktisch. Bei den anderen Jobs müsst ihr auch gucken, welcher Freibrief ihm am meisten bringt. Aber es ist so wie hier immer einer dabei, der ein bisschen so rausfällt, der immer mehr XP gibt als alle anderen. Das heißt, den ist am besten, wenn ihr herstellt. Wenn ihr das Makro verwendet, guckt, dass ihr vielleicht ein, zwei HQ-Teile herstellt davor, dass ihr das Material im HQ verwenden könnt. Dann habt ihr da überhaupt keine Probleme, diese Freibriefe in HQ abzuliefern. Und außerdem ersparen wir uns halt die Hälfte natürlich der Freibriefe, wenn wir das alles in HQ abgeben. Ja, dann gehen wir den nochmal ab. Mittlerweile sind wir 26,5. Und wenn wir den einen abgeben, glaube ich,
müssten wir eigentlich auch schon im nächsten Level sein. Sieht man eben, das sind 66.000 und das ist natürlich der Hammer. Wenn wir jetzt noch einmal herstellen, dann haben wir es gleich wieder. Also das ist so das Prinzip, wie wir leveln bis Stufe 30. Natürlich wird es immer zäher, in Anführungszeichen, was die Materialien betrifft, was die Schwierigkeit der Rezepte betrifft. Nur guckt eben, dass ihr das Gear aktuell habt, dass ihr da euren HP-Pool voll habt, damit ihr eben schön craften könnt. Ja, somit wünsche ich euch viel Spaß beim Craften zu Level 30. Somit bedanke ich mich, würde mich natürlich um ein Like freuen, um einen Kommentar, um ein Abo. Und somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurer Maira. Bis zum nächsten Mal.